Die schwarze Königskerze ist eine meiner Lieblingspflanzen und du siehst hier, das ist die weiße Zuchtform dieser schwarzen Königskerze und die ist mindestens genauso bienenfreundlich wie die schwarze Königskerze in der gelben Zuchtform. Sie ist eine einheimische mehrjährige Staude. Die hier ist wirklich 5 Jahre alt. Manchmal liest man, dass sie nur 2 Jahre werden, aber es ist völliger Quatsch. Die wird hier echt schon 5 Jahre alt und sie blüht von Juni bis August. Du siehst hier, die Wiederaufnahme ist von Juni und es ist einfach nur Eskalationsstufe hoch 10. Hier gehen so viele Bienen dran und so viele Hummeln dran, das ist einfach krank. Die ist die Bienenfutterpflanze für bis zu 9 verschiedene Wildbienenarten und davon gibt es auch 2 spezialisierte Raupenarten, die daran fressen. Sie hat einen ziemlich hohen Pollenwert. Du siehst hier bei den Bienen und bei den Hummeln die Pollenhöschen, die teilweise in etwas rötlicher Farbe sind. Mega, sage ich dir. Und sie wird bis zu 1,50 hoch und kann ruhig 1 Quadratmeter groß werden. Von daher sollst du überlegen, das ist eine Megapflanze für deinen Garten.